Ich bin gerade vom Hauptbahnhof rausgestiegen und hier, guck mal, er ist hier. Moin, 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 der Riese. Wir werden heute hier Teutoburger Wald wandern. Prüfen, wie das wird. Und bevor wir gleich nach Hannover hinfahren, um meinen Bruder abzuholen, weil der kommt auch mit, wir haben so ein bisschen Umsteigzeit hier. Wir werden hier erstmal hier über diesen Edeka Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Ab Vorräte, ne? Ja, und dann erstmal ein Wartebier trinken und dann Zug erwischen und dann mit dem Zug dann hier nach dahin hinfahren, wo wir hin müssen. Guck, was ich habe. Und Nico hat den hier geholt. Er ist ein richtiges Billigteil. Ich bin sehr gespannt drauf, wie lange wann da kaputt geht, wann diese ganzen Räder hier abfallen. Wir haben gerade eingekauft und wir haben zusammen eingekauft. Und das hier ist alles drin. Das wird jetzt eingepackt und dann werde ich erstmal ein Bier trinken und dann zum Bahnsteig hinlaufen. Geprost. Geprost. Super. So, und jetzt, die Sachen sind gepackt, vollständig, und jetzt zum Bahnsteig hinlaufen und dort bald den Zug zu erwischen, der irgendwann kommt. Wir sind jetzt hier im Hauptbahnhof und gleich in 5 Minuten fährt unser Zug, wir laufen jetzt zum Gleissteig, genau da, wo der Zug auf uns wartet. In 2 Minuten fährt der Zug und hier, dieser Fahrstuhl soll aber schneller machen. Na komm, komm mal runter hier. Da musst du mal richtig hinmachen. Nicht, dass wir diesen komischen Zug hier verpassen. Das ist voll widerlich. Der ist unten, jetzt hochlaufen. Na komm, schließ doch mal! Tür schließt. Achtung, Tür schließt. Der soll mal richtig, da muss man Gas geben. Ist so. Da muss richtig hin machen. Na hoch jetzt! Zack, 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 Fahrstuhl. Los jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir müssen Zug erwischen. Da ist unser Zug, glaube ich. Ja? Bahnsteig, ja. Gleis ja. 7 ja. Rechts, Gleis 8 links. Ja, mach auf. Obere Ebene. Türe öffnen. Fahrtrichtung. Ja, eine Minute noch. Hä? Eindringen. Wir sind drin und jetzt fahren wir bis nach Hannover. Ich habe heute wenig geschlafen, weil ich habe schon wieder viel zu lange am Schnitt gesessen. Ich musste was fertig machen, aber ich habe es nicht fertig bekommen. Und das regt mich total auf. Obwohl ich so viel am Schneiden war, aber ich habe es nicht geschafft, pünktlich. Aber trotzdem bin ich total müde und unausgeschlafen. Ich glaube, ich vielleicht nur 4 Stunden oder so gepennt. Das ist zu wenig. Das stört mich. Wir sind in Hannover angekommen. Und mein Bruder hat den Zug verpasst, den Stau. Der hat den nicht pünktlich bekommen. Und das heißt, wir haben noch länger Bierpause. So, wir sind draußen und wir haben hier einen Sitzplatz gefunden. Und darauf erstmal ein Wartebier.
Geprost! Und jetzt warten, bis mein Bruder ankommt. Der hat ja, weil der ja im Stau steht, also der stand vorhin im Stau, als er da hingebracht wurde, zum Bahnhof. Und dann hat er leider den Zug verpasst, sodass wir länger Wartebier haben. Genau. Längere Wartezeiten, bis er hier ankommt und wir uns treffen. Und dann, wenn wir ihn getroffen haben, dann fahren wir zu dahin, wo wir hinfahren. Zu diesem Teutoburger Wald. Achso, auf der letzten Vollfettwanderung, da ist ja das hier vollkommen aufgerissen. Weil ich da meine Wasserflasche reingesteckt habe und weil das zu fett war alles und zu fest und so weiter. Und guck mal, ich habe das gestern genäht gehabt. Ich habe da hier diesen Stoff hier genommen von der Tasche von diesem Stuhl hier. Von meinem Hocker. Weil den brauche ich sowieso nicht mehr. Da habe ich diesen Stoff rausgenommen und den hier dran genäht. Hier habe ich das zugenäht, diesen Riss. Und wisst ihr, warum das hier aufgerissen war? Weil das der billigste Tracking-Rucksack von ganz Amazon zu dieser Zeit war. Und das, genau nur aus diesem Grund ist das aufgerissen. Und sonst keinen anderen Grund. Genau, und deswegen musste ich mir diese Arbeit machen und das hier dran nähen. Und das hier, das habe ich auch zugenäht. Das war auch schon vollkommen weggerissen gewesen. Man kann nicht so abnehmen. Oh, das ist ein Scheißprodukt. Ja. Du wirst ganz viele Probleme bekommen. Ich glaube auch. Aber ich sehe schon kommen, das wird ständig wegreißen, wegbrechen und aber so. Ich kann es immer wieder dran tun. Ja. Noch altes. Das ist ein Scheißprodukt. Aber gut, besser als gar kein. Hast du Scheiße gekauft? So, etwas verspätet ist mein Bruder angekommen. Genau. Und hier, der hat langsam etwas Content auf seinen Kanal gebracht. Das heißt, ich verlinke seinen Kanal unten in der Beschreibung. Ihr sollt mal rüberschauen. Was Place Videos, Wanderung, Fahrradtouren, also was Automäßiges. Ich verpflichte euch rüberzugehen. Er muss noch einkaufen. Deswegen laufen wir jetzt erstmal zum nächsten Geschäft. Weil hier weit und breit keine Supermärkte sind, kauft mein Bruder hier beim Kiosk ein. Und der Zug kommt angefahren. Jetzt dort einsteigen. Abfahrt. Wisst ihr, was richtig gut ist und was hier in dieser Umgebung richtig selten ist? Dieser Zug, das ist ein Bierzug. Nächste Station. Das ist richtig gut. Das heißt, die Bahnfahrt dauert nicht so lang. Die kommt einem nicht so lange vor. Der Ausstieg befindet sich farblich links. Wir sind gleich da. Ja, aber wo? Bücke. Da müssen wir hier aussteigen. Sprinten müssen wir jetzt. Na komm, das eilt. Boah, das stinkt hier. Boah. Boah, das riecht hier nach Urin. Hier sind ganz viele Uringeruche. Gerufen. Aber boah, jetzt geht meine Maske auch runter. Ey. Dafür sind Maske gut. Oh. Das hat einen wunderschönen Geruch, ey. Das ist richtig geil. Ja, aber hier wird der Bus auch nicht sein, ne? Da müssen wir noch einen Fahrstuhl fahren. Ja. Ja, doch, hoffentlich stinkt der nächste. Thank you.
Ja, der Bus, den erwischen wir, glaube ich. Ja, hier Bus erwischt. Ich glaube, ich. Hier ist das Ding. Schienenersatzverkehr oder sowas. Ja. Weil kein Zug fährt. Also, wir haben keine Ahnung warum. Aber wir mussten hier im Bus Ticket bezahlen, obwohl wir ein Niedersachsen-Ticket hatten und das eigentlich ein Schienenersatzverkehr wäre. Also, keine Ahnung warum. Wir sind in Rinteln angekommen. Das ist diese Ortschaft, wo wir hier diesen Teutoburger Wald sind, so ungefähr. Und hier, Losgeh-Ortschaft. Genau, diese Ortschaft ist das. Hier werden wir losgehen. Kurze Videounterbrechung, weil wegen Bierpower. Ich habe gerade mein Bierchen ausgetrunken und jetzt Bierpower machen, Start kommt. Ich grüße dich, Rand ist der Dicke. Ramses, ich bedanke mich für deine PayPal-Donation. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Wir laufen jetzt hier durch dieses Rinteln durch. Nach dorthin, wo uns mein Bruder navigiert hat, glaube ich. So ungefähr. Und ich glaube, die Karte angezeigt. Aber was? Oh Scheiße, das sieht man nicht so gut. Ich habe kein Licht an. Hier, dieser Rad von Nico ist hier abgefallen. Erste Mal. Richtig geil. Das fängt schon mal gut an. Bierpower. Guck mal. Hier sind die ganze Zeit nervige Autos und sowas. Und es ist dunkler geworden und guck mal, wir laufen hier die ganze Zeit auf diese dreckige Straße hier rum, weil hier kein Fußweg ist. Nikos ist abgegangen und das ist nicht das erste Mal. Ich habe ein Rad ab. Nico hat ein Rad ab. Ist geil. Das fängt richtig gut an. Schon zum dritten Mal abgefallen jetzt, oder? Ja, mindestens. Hast du toll gemacht. Super. Ich bin stolz auf dich. Bierpower. Ich hab Bierpower gemacht. Hier, Krankenhagen Bierpower. So. Nico, sein Wagen. Das muss ich mal auf der Kamera. Das ist gerollt. Das ist geil. Verranzt. Die richtige billige Trolley-Sackkarre. Wir haben einen Kombi gefunden. Und bevor wir gleich weitergehen, werden wir dort ganz kurz einkaufen gehen. Dieser Mann hat schon eingekauft, und zwar hier, das hier, was hier im Einkaufswagen rumliegt. Das wird jetzt eingepackt und dann gleich weiter zu gelaufen. Wildgänse! Ich bin sehr gespannt drauf, ob die gleich bald hier von der Seite hier raus gespritzt kommen und gegen unsere Augen und Nasen und Lippen und sowas mit der Schnabel da dran beißen.
Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Mal sehen, ob das gleich passiert. Wenn wir diesen Weg hier weiterlaufen. Hier, wir laufen so langsam in, wie heißt das nochmal? Genau, Bundesland heißt das. Nordrhein-Westfalen rein. Ich weiß gar nicht, was ich filmen soll. Ja, egal. Sag, dass wir gleich in der Nähe eines Lost Places sind. Einer verlassenen Werkstatt. Ja, genau. Wir sind gleich in der Nähe von einer, von einem Lost Place. Ich bin gespannt drauf, wie der aussieht. Oh, scheiße. Ich hab, ja, das verkehrte Licht angehabt. Aber egal. Hauptsache, ich hab euch geblendet. Das finde ich voll cool. Ich mag das. Ich glaube, jetzt gleich laufen wir zu einem Lost Place oder sowas in der Art. Vielleicht ist das da hinten irgendwie schon so. Guck mal, wir haben da drüben, da ist ein Lost Place. Das nehmen wir jetzt mit auf dieser Wanderung. So, jetzt Lost Place Erkundung ist beendet. Und jetzt weiter zu gelaufen. Guck mal, hier ist ein Schild, wo drauf steht, dass die nächsten 2 Kilometer ganz viele Viecher mit Hörner dran rumspringen könnten. Oh scheiße, hier sind ganz viele Äste und sowas. Die nerven mich irgendwie. So, wir sollten jetzt von meinem Bruder navigierten Schutzhütte in der Nähe sein. Und jetzt gelaufen wir dahin, um zu prüfen, wie das so dort aussieht. Und wenn das da gut genug aussieht, dann werden wir da drin pennen und drin kochen. Richtig geil. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das seht, aber Hauptsache ich sehe das, dass ich mich in die Fresse blende. Und ich wollte euch etwas zeigen. Und zwar, guck mal. Nachdem wir eine ganze halbe Stunde dafür gebraucht hatten, um eine Schutzhütte zu finden, haben wir jetzt eine gefunden. Genau diese hier. Ja. Die ist voll geil. Und da werden wir heute drin pennen. Und wir sind die ganze Zeit im Kreis gelaufen und so weiter. Und wir waren irgendwie zu doof gewesen, um diese Schutzhütte zu finden. Nachdem wir ganz oft um den Kreis gelaufen sind, haben wir diese Schutzhütte nur deswegen gefunden, weil wir irgendwann in die Mitte des Kreises gelaufen sind. Und deswegen haben wir diese Schutzhütte hier gefunden. Und ja, jetzt erfolgreich. Das ist geil. Das ist richtig geil. Und deswegen das ist unser Schlafplatz für heute. Hier, guck mal. Hier ungefähr schlafe ich, glaube ich.
Genau, und hier irgendwo schlafen die anderen. Guckt euch mal diese blaue Flamme an, die wird gleich gelb. Die wird das Urin, nee, nicht ganz urinfarbig, sondern hier mit Rot dran. Genau dazwischen, so ungefähr, diese Farbe hat das gleich. Zwischen urinfarbig und rot. Und jetzt, wo das genau diese erwünschte Farbe dran gekommen ist, legt man jetzt das hier, diesen Topf hier drauf. Und Wasser. Also nicht irgendein Wasser, sondern genau dieses Wasser. Das macht man hier drauf. Das hier drauflegen und jetzt warten, bis da gleich Blasen kommen. Huh! Aber jetzt warten, bis gleich Blasen kommen. So, die Nudeln, sie sind fertig gebacken. Das ist geil. Und jetzt wird das hier drauf gemacht und Bolognese-Soße. Das wird leer gemacht. Und jetzt warten, bis gleich Blasen kommen. Und guck mal, ich habe hier noch Thunfisch. Guck mal, langsam Blasen kommen. Das heißt, es ist fertig. Das ist richtig geil. Und jetzt, oh Scheiße, diese. Ich würde sonst gerne Glühwein machen, aber das ist voll. Ich habe keine Töpfe mehr. Danach. Das heißt, erstmal fressen. So. Friessen ist fertig. Voll cool am Fressen. Ich mag das. Und ich habe da als Zusatz auch noch Thunfisch draufgepackt. Ich habe ja noch eine Thunfischdose gehabt. Ja, oder diese Fertig-Hamburger aus dem Supermarkt. Die schmecken ihm so knochig. Ich mochte die damals. Schmeckt geil. Kein Vegetarier war. Also ich habe ein paar Nudeln mit Bolognese und Thunfisch drauf. Aber da wo die ist das von meinem Maul runtergefallen. Ah, jetzt habe ich das auf meinem Maul eingesammelt. Das ist gut. Und guck mal hier dieser Nico, der liegt hier rum. Hier, wie die letzte Made liegt er hier rum. Wie so eine richtige, die richtig ausgewachsen ist. So eine Made. Genau. Zwei Made. Ja. Schmandblasen. Die gehören zu Nico. Er muss das hier machen. Das wird Zeit. Oh, scheiß Kamm. Ja. das ist so verschwommen. Das ist voll scheiße. Ich mag das. Oder keine Ahnung, ob das so stimmt. Aber genau. Igitt. Und gleich wird Glühwein gekocht, nachdem ihr gefressen habt. Und dann, wenn ich das gegessen habe, dann kommt da der Glühwein rein, weil ich keine Tasse dabei habe. Ja. Guck mal, dieser Glühwein, der ist kurz davor, irgendwie rumzukochen. Das heißt, der ist fertig. Das ist voll geil. Das heißt, wir können ihn trinken. Gib Prost. Ich stoße meine Tasse einfach an. Gib Prost. Prost. Dankeschön. Ja, abends bei kaltem Wetter Glühwein zu trinken, ist geil. Das schwöre ich euch.
Pfui! Bierpaar-Verkehrsreflektor! Yeah.